Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Ich bin gerade dabei, ein bisschen hier zu pflücken. Wir kriegen ja dank so einem Liegendlichen, der einen Bären, den wir auch an Sirup geopfert haben, ein paar mehr. Bisschen mehr Geld für diese Lachsbären. Ich glaube, den dreifachen Wert. Was jetzt zu viel nicht ist, weil ich glaube, dass die nur 9 oder so bringen und jetzt bringt sie halt so ein bisschen mehr, aber es sind jetzt nicht Iridium oder so, das sind hier richtig viel Money bringen, dachte ich so einer. Ich höre noch nicht diese Geräusche, das macht mir so ein bisschen Angst. Ich bin so ein bisschen feucht. Das Geräusch macht mich wahnsinnig, wir müssen schnell raus, das ist ein Wald. Hier hinten ist die Yassi, die ein bisschen ins Seil springt. Machen wir jetzt noch so eine Runde und dann schauen wir hoch zu den Fledermausis. Lachsbären. Oh. Mehr Lachsbären. Geld, Geld, Geld. Man kriegt aber so wenig Geld eigentlich dafür. Also so gesehen, ich bin rich. Ich bin mehr als nur rich. Hier die Hutmaus. Wir können uns jetzt endlich mal einen süßen Hut aussuchen. Ich finde, wir haben das nötige Kleingeld dafür. Ah, es ist ein... Also ich war eigentlich für diese Schmetterlings-Dings. Ich glaube, ich möchte wirklich diese Schmetterlingsschleife haben. Ich meine, die kostet Tausend, weil das ist ja nichts für mich eigentlich jetzt mehr. So. Jetzt habe ich eine süße kleine Schleife. Finde ich nicht gleich viel niedlicher. Okay, da ist wieder so ein Erzding. Da unten müssen wir mal angeln, um so eine Legende zu fangen. Wir können uns irgendwann mal damit beschäftigen, die ganzen legendären Fische zu fangen, aber ich habe dafür keine Nerven, glaube ich. Ja, hier unten wächst nichts. Hier gibt es immer diese Frühlingszwiebeln, aber heute anscheinend nicht. Ach, die Hayley macht ein paar Fotos. Hallo Hayley. Hayley ist hier mit ihrer Kamera. Beschäftigung scheint ich nicht zu bemerken. Pech gehabt. So, da ist nochmal einer. Ja, ein bisschen was haben wir jetzt gekriegt. 63 Bären. Es ist jetzt nicht so viel. Ah. Ah, dann gehen wir mal da. Das Baguette kommt hier rein. Und die Kekses. Ganz viel Kekse, ist heute gefunden und Baguettis. So, wir haben heute nämlich das höchste Glück, was man eigentlich haben kann. Will ich einfach mal sagen. Wir haben dieses Hasenpfoten-Upgrade. Und dann haben wir noch einfach einen Glückstag. Also ich denke nicht, dass es einen glücklicheren Tag gibt als heute. Okay, 50 Fledermäuse töten. Klingt doch easy. Hallo Pam. 50 Fledermäuse in die Minen. 30. Warum unnötig die Gesundheit gefährden, wenn es schon ab 30 gibt? Oh. Diese nervigen Level. Irgendwann werde ich mir jetzt wahrscheinlich ganz viel Brennöfen einfach machen. Weil wir haben eh so viel Kupfer. Jetzt sind zwei Brennöfen einfach zu wenig. Also brauchen die zwar eigentlich nicht, aber. Hm. Okay, einmal darunter. Es sind hier halt keine Gegner. Das könnte halt durchaus ein Problem sein. Okay, das da gibt's, aber das ist halt auch irgendwie, boah, das Kämpfe mit den Viechern schon hatte, so. Hier gibt's irgendwie keine Fledermäuse. Kann bitte der Bildschirm dunkel werden und tausend Fledermäuse stürzen über mich herab. Solche Wünsche hat man halt auch mal, okay? Hä? Bin ich jetzt wirklich keine Fledermäuse in dieser Scheißmine? Weil ich weiß schon, das gab's ja hier, wurde glaube ich ein Bildschirm zu gelb. So Schwefelfledermäuse oder so, keine Ahnung.
Ach ja. Da ist nichts. Noch mal eins runter. Könnte jetzt eigentlich mal so eine Fledermaus kommen oder ist es so eine Sache der Unmöglichkeit? Ich hole mir noch kurz den Amethyst. Da ist doch nirgends eine Fledermaus. Ich möchte gleich am Anfang angefallen werden, wie von den Schlangen immer. Nur von der Fledermaus eben. Ist das irgendwie in diesem Spiel möglich? Okay. Da hinten ist eine. Nein, das ist ein Bein. Kann ich mir eine Bombe bauen? Das ist alles ein bisschen leichter wegsprenge. Kein Bock hier Tausende von Sachen wegzugraben. So. Ernsthaft? Jetzt ernsthaft hier alles wegschlagen, weil es hier keine Fledermäuse gibt. Also wir haben jetzt 10 Ebenen durch und noch 0 Fledermäuse gefunden. Okay, hier gibt es die Frostfledermäuse. Warum kann ich gerade nicht irgendwie hunderte von Staubgeistern töten müssen? Das wäre doch mal eine schöne Aufgabe. Gibt es nämlich gleich immer so häufig. Oh, das ist so ein schweres Schwein... Schweinlevel, nee, Schleimlevel. Und zwar jetzt, weil wir in dieser Schädelhöhle waren, kann es vorkommen, dass einfach mal Level so aussehen. Okay, ich gehe jetzt nochmal runter. Da ist ganz viel Kupfer. Ich brauche eigentlich kein Kupfer. So. Und keine Fusikaske. Oh, die erste Fledermaus, geil. Da hinten ist nochmal eine. Okay, die Eislevel scheinen mehr Fledermäuse zu beinhalten. Ja. Spannender Tag hier im Stadio. Dafür, dass ich mir Steine sammeln muss. Nochmal eine Aufgabe. Okay. Fledermaus. Anmarsch, habe ich ja gehört. Also ein erfreuliches Tür gehört. Wo ist die Fledermaus? Ach. Nein. Ja, wieder runter. Fledermaus, bitte. Warum gibt es hier so wenige Fledermäuse? Ich hatte die irgendwie öfter im Müll, dass es sie gibt. Als ich doch da war, ist doch an Laune als dunkel geworden und tausend Fledermäuse kamen und wollten mich töten. Ich sollte halt jeden Tag schon so mindestens 10 eigentlich töten, damit wir bald mit dieser Aufgabe fertig sind. Ich habe heute, glaube ich, 3 oder so, wenn es gut läuft. Aber den halben Tag in der Mine. Da unten ist ein Special Schrein, der kann einen übelst die geile Ausrüstung grobben. Haben wir jetzt auch noch nicht gesehen im Let's Play. Okay, ein Waldschwert, das ist nicht so geil. Oh, da kommt einer. Ah, da hinten hockt auch noch einer. Okay.
gleich noch eine Stein gehört. Und wo kommt sie? Oh, da kommen gleich zwei. Wie erfreulich. Komm hier, mein Schätzchen. Komm her, bei Fuß. Okay. Ja, wir sollten langsam heimgehen. Das heißt, ich gehe jetzt einmal runter. Okay, keine Fledermäuse. Dann gehen wir jetzt rum. Nice. Dann ist falsch, ich glaube, da hauen wir mal hier rein und dann müssen wir irgendwann mal hoch zu diesen Verkaufsdings. Juden. Da noch was rein. Und da vorne den Rest. Und dann gehen wir mal schlafen. Hallo Hund. Sebastian, ich komme. Ich kuschel mich zu dir ins Bett. Okay. Bisschen Money. Bisschen. Ah, ich habe wieder vergessen, mich bei Steam offline zu stellen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht darauf zu. So. Was will ich hier Musik machen? Hier, nimm dir. Hier mit dir zu leben hat mich gelehrt, ein wenig aus mir herauszugehen. Das ist gut für mich. Freut mich, Schatzi. So, Wetterbericht sagt. Wunderschönes sonniger Tag und Wahrsager sagt. Pech. da ist ganz viel Ralf. Vielen Dank für den Lauch. Er sieht frisch und köstlich aus. George wird sie lieben. Heute werde ich Ihnen 12 kleine als Geschenk verpackten Schätze überraschen. Dank dir. Komm vorbei, wenn du dabei sein möchtest, Evelyn. Bitte nimm dieses Geschenk hier. Ich denke, es wird dir gefallen. Ist das eine Kaffeemaschine? Ja. Hol dich eine Kaffeemaschine. Geh die einfach mal mein Haus. Ich hoffe, Sebastian mag die. Okay, ist einfach nur Deko. Vielleicht kann ich auch Kaffeebohnen reinschmeißen. Muss ich dann später mal versuchen. So, dann müssen wir, glaube ich, den mal anpflanzen. Oh Gott, das, ich glaube, meine Sachen reichen nicht. Habe ich jetzt das Müll? Lauch. Okay, dann pflanzen wir mal an. So, da wird angepflanzt. So. Schauen wir, dass ich da oben noch wegsortiere. So. Okay, dann können wir den Silberlauch verkaufen, wenn wir jetzt halt eh schon einen normalen wieder haben. Okay, also heute werde ich mich wirklich der Fledermausjagd dann widmen und natürlich den Kupferbahn vorbeibringen zu Sam. Wo ist denn der Kupferbahn hier? Hallo. Meine Schweinchen. Das erste Schattenei. Kann ich Schattenmayonnaise machen? Oh, Schattenei. Das wurde jetzt aber schnell groß. Das wurde sehr, sehr schnell groß, finde ich, meine Hütchen. Ein Trüffelchen. Danke. Gut, das noch einmal. Hier. Dann schauen wir mal in das Gewächs. Oh, da hinten ist noch ein Trüffel. Den können wir dann gleich zu einem Trüffelöl verarbeiten. Und das halbe Gewächs, das muss mal kurz geerntet werden. Ist ja auch irgendwie wichtig. Ja. Ganz gut was ernten. So. Oh, da oben ist noch eine. Die habe ich jetzt beinahe übersehen. Irgendwie so. Ich wusste, da ist irgendwie so eine schöne Beere in der. Das war so mein Gedankengang gerade. Das ist eine schöne Beere. dann verarbeite ich mal mein Trüffelinchen. Hat noch jemand ein Trüffelchen ausgegraben? Oh, weiß ich doch. Okay. Kaufe ich mal.
Also einerseits Trüffel, die ganzen Bärchen hier, das verkaufe ich, das verkaufe ich, das verkaufe ich, Schattenei. So. Dann kommt da noch mein Trüffel rein und noch mein Harz kommt hier vorne rein. Perfekt. So, dann bringe ich noch kurz mein Kupferbahn weg. Und dann gehen wir in die Mine. Das sind schon wieder Lachsbänder, die kann ich hier mitnehmen und dann verfehlt sich ähnlich open würde. Also wir werden auch gleich auf Ebene 40 gehen. Okay, dann machen wir hier aber einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Stardew Valley. Bis dahin. Tschüss.